Ich wollte eigentlich auch Astronaut werden. Ich habe mich auch beworben bei der ESA jetzt für diese Astronautenauswahl. Bin da leider nicht ausgewählt worden. Aber ich glaube, der nächste beste Schritt ist halt, eigene Satelliten da oben zu haben. Klar, das ist ein Mega-Motivator. Stefan Frey möchte 12 eigene Satelliten ins All schicken. Das Ziel? Mit ihnen die unzähligen umherschwirrenden Weltraumschrottteile besser zu beobachten und unsere Raumfahrt sicherer zu machen. Eine Art Google Maps fürs All, in dem alle Objekte und ihre Position so genau wie noch nie aufgeführt sind. Dieser Katalog, der beinhaltet eine Auflistung von all den Objekten, die da oben sind und größer als einen gewissen, was wir sehen können. Das sind ungefähr 1 bis 2 Zentimeter Objekte, wenn wir mal die ganze Konstellation oben haben. Und damit können wir dann Satellitenoperatoren auch warnen, wenn da was auf sie zukommt. Um solche Teile geht es. Überreste ausgedienter Satelliten, Fragmente ausgebrannter Raketenstufen. Laut ESA sind es rund 36.000 Objekte über 10 cm. 1 Million Objekte unter 10 cm und 330 Millionen Fragmente, die noch kleiner sind. Mit 25.000 Stundenkilometern schießen sie durchs All. Im Moment werden ja die Objekte vor allem vom Boden beobachtet und da gibt es halt gewisse Probleme wie wetterbedingt, dass man da mit den Teleskopen gar nicht sehen kann. Und ganz wichtig ist halt diese Objekte einerseits die kleineren Objekte auch zu sehen, aber auch die Objekte sehr oft zu sehen. Weil wenn man die Objekte öfter sieht, kann man genauer vorhersagen, wo sie in der Zukunft sein werden. Von Weltraumschrott geht eine große Gefahr aus. Die geschossähnlichen Teile können ganze Satelliten außer Kraft setzen. Und dann kommt es zur Kettenreaktion. Es entsteht neuer Schrott. Fallen Satelliten aus, leiden wir alle darunter. GPS-Navigation, Wetterbeobachtung, Fernsehen, nur einige Beispiele. Dass Schrott auf die Erde fällt, ist auch nicht ganz ausgeschlossen, wie diese Beispiele aus der Vergangenheit zeigen. Treibstofftanks, die in der Atmosphäre nicht verglüht sind. 100 Tonnen pro Jahr stürzen unkontrolliert Richtung Erde. Um unsere Satelliten besser zu schützen, hat Stefan Frey mit 2 Mitgründern das Start-up Vioma gegründet. 20 Mitarbeiter sind es jetzt in Darmstadt und München. Die eigenen Beobachtungssatelliten testen, bauen lassen und die Starts vorbereiten. Viel Arbeit für den 35-Jährigen und sein Team. Diese ganze Branche, wo wir drin sind, das ist sehr konservativ. Das ist aber auch recht so, weil es geht natürlich um sehr viel Geld und es ist sehr gefährlich immer noch. Die Raketenstarts, da kann sehr viel schieflaufen. Zum Teil gerade für die Europäische Weltraumagentur geht es auch um Steuergelder. Darum müssen die natürlich extra vorsichtig sein. Und da reinzukommen als Startup, um mal ein bisschen was aufzumischen, ist nicht ganz einfach. Also man muss sich da wirklich das Vertrauen hartnäckig erarbeiten. Im Weltraumschrottbüro der ESA verfolgt man die Bemühungen der Start-ups genau. Weltraumschrottanalyst Jan Siminski muss hier dafür sorgen, dass Satellitenmissionen reibungslos ablaufen. Eine punktgenaue Kartierung von umherschwirrenden Objekten, das ist interessant für die Weltraumagentur. Schon jetzt fördert die ESA den neuartigen Katalog für Weltraumschrott. Das Thema muss man sehr ernst nehmen. Wir steuern selber Satelliten und müssen regelmäßig Ausweichmanöver fliegen, um unsere Satelliten zu beschützen. Und das Problem wird immer schlimmer. Das heißt, über Kollisionen, über nicht nachhaltiges Verhalten im All wird es immer mehr Schrott geben. Und dann kann man irgendwann gar nicht mehr operieren oder müsste die ganze Zeit manövrieren. Weltraumschrott ist eine Gefahr. Aber er ist eben auch Müll. Deswegen sieht Stefan Frey sich auch irgendwie als Umweltschützer. Nur eben im All. Ich bin schon Wissenschaftler von meinem Herzen her. Mir geht es wirklich darum, auch die Grenzen ein bisschen zu erweitern, wo die Menschheit hingehen kann. Aber ganz wichtig, ich glaube, und da kommt halt der Sustainability-Gedanke her, wir wollen halt irgendwo hingehen, ohne diesen Platz dann auch zuzumüllen. Wir wollen auch sicherstellen, dass der Weltraum auch für zukünftige Generationen noch benutzt werden kann, ohne zusätzliche Gefahren. Der Traum, selbst Astronaut zu werden, scheint sich für Stefan Frey nicht zu erfüllen. Aber unsere Raumfahrt sicherer zu machen, diesem Ziel ist er schon ein kleines Stück näher gekommen.